Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe etwas eingekauft. Und zwar ist das von, was heißt eingekauft, eigentlich viel getauscht und viel gekauft. Ich war nämlich vor ungefähr 2 Monaten war ich mal auf einem Trödelmarkt und habe nichts gefunden, nichts in meiner Größe, ja. Und weil ich gehe ja total gerne auf Trödelmärkten einkaufen. Und war dann halt das Problem, ich bin nun mal kräftiger geworden, ich muss was dagegen tun, das weiß ich. Aber ich habe dort nichts gefunden. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ich so, boah, ich gucke jetzt im Kleiderkreisel, ne? So ungefähr war das, ne? Also ich habe dann tatsächlich so Frustkäufe gemacht, weil ich bin tatsächlich mit ein bisschen Geld hin und bin mit dem bisschen Geld auch wieder zurück, weil ich ja nichts gefunden habe in meiner Größe. Und dann habe ich im Kleiderkreisel jetzt zugeschlagen und Gott sei Dank auch getauscht. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, sammle ich meine ganzen Klamotten mal zusammen, die ich in der letzten Zeit so gekauft habe oder getauscht habe und mache dort ein kollektives Fashion Haul draus. Und da sind wir. Zum Ersten diese Strickjacke, wo ich mich hier total reingeschossen habe. Die ist nämlich eigentlich, ich trage Cardigans normalerweise immer offen. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm normalerweise, wenn eine Größe kleiner ist. Aber diese hier habe ich heute auf der Arbeit zugemacht, weil mir voll kalt war. Und das sieht so aus, hätte ich mich voll reingeschossen tatsächlich. Ich mag die normalerweise ein bisschen enger. Und ich finde das aber total süß. Hier vorne ist so ein Herzchen drauf, ja. Als, wie nennt man das, als, sagt schon, ich muss hier mal aufwärmen, will es mich gerade aufwärmen. Als Knöpfchen. Ja, da sind wir bei dem Thema. Ich mache die kurz auf, weil wie gesagt, ich trage Cardigans normalerweise immer offen. Und die hier war halt einer von denen, die ich dann halt ergattern konnte. Ich habe die ganzen Klamotten hier auf den Boden geschmissen und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar einmal ein Hemd, so ein Holzfäller kariertes. Ja, nicht, ist das trotzdem kariert? Ja, es ist schon kariert, aber nicht so ein klassisches Karo, ne? Also ein klassisches Holzfällerhemd nenne ich es jetzt einfach mal. In rot-schwarz kariert und das habe ich mir in ganz groß gekauft. In, ich weiß gar nicht, von welcher Marke das ist. Keine Ahnung, schaut mal. So, ich kenne die Marke nicht. Ist ja oft im Kleiderkreis so, dass man dann einfach wegen Optik und weil es einem gefällt, ne? Und das ist tatsächlich Größe 50, habe ich jetzt recht? Nee, 52 sogar. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja sogar ein Herrenhemd, aber ich habe es mir eh gekauft, um mir um die Hüfte so zu binden, wenn mal kalt ist, ne, wenn es stylisch sein soll. Ja, dann habe ich. Nein, ich mache kein Try-on. Ich glaube, das habe ich schon zum gefühlten 300-trillionsten Mal erzählt, weil mit diesen, ja, ich weiß, es gibt genug Big-Size-Lookbooks, aber ich fühle mich nicht so wohl, mich so vor der Kamera dann ab hier so zu präsentieren. Muss da nicht sein, weil ich habe extrem Hüften. Naja, gut. Auf jeden Fall ist es diese Bluse hier auch geworden. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, was ich gekauft und was ich getauscht habe. Ist auf jeden Fall von Gina Binotti. Also ich glaube, das ist, kann das sein, Essings Family? Oder ist das Kick? Keine Ahnung. Ja, ist halt so eine süße Hippie-Bluse und sowas. Mag ich sehr. Also das hier ist mal richtig hippie. Und zwar schon alleine wegen den Ärmeln. Die Ärmel dieser Bluse gehen so. Ich zeige euch erstmal das Ärmel schon. So, Ärmel und dann hier so ein Gebummel dran. Ja? Erst dachte ich, weil auf dem Foto war das nicht so ersichtlich, dass das so ein Gebummel hat. Weil ich mag so solche Ärmel überhaupt nicht. Ja, vor allen Dingen, das sieht immer so direkt verspielt aus. So, ich bin so eine... Ich bin so zierlich, ich bin eine kleine Elfe. So sieht das aus, ja, wenn ich sowas trage. Aber die Bluse, die ist so, ja, die ist von Pull & Bear, glaube ich. Ja, Pull & Bear. Und die lässt sich so anziehen, wenn man versteht, was ich meine. So, ne? Also auch wieder, ja, ich bin so zierlich, ich bin so eine kleine Elfe. Ne? Naja, auf jeden Fall. Und die Ärmel passen dann irgendwo zu dem Style. Ich habe es anprobiert und irgendwie sah es sogar niedlich aus und ja, dann habe ich die nämlich nicht wieder zurück in den Kleiderkreisel gesetzt, weil es gibt tatsächlich so das ein oder andere, was ich mir tatsächlich kaufe oder ertausche im Kleiderkreisel, was dann so eng ist, dass ich dann denke, nee, das setze ich wieder rein. Naja, übrigens auch noch eine Strickjacke, auch von Primark und das ist so eine
weihnachtliche Norwegerjacke, nenne ich es jetzt einfach mal. Sowas mag ich total gerne und ja, finde ich ganz schön. Mit roten Lippen dann dazu, ne? Ja, genau, dann habe ich noch eine Jacke. Die ist gerade erst gekommen und die ist auch von Gina. Viel von Gina, sehe ich gerade. Und zwar ist das so ein Blouson wieder. Ne? Ich mag ja solche Jacken total gerne. Ist relativ dünn, die kann man dann halt schön so einfach so auf der Arbeit tragen, wenn es einem gerade mal ein bisschen frisch wird oder sowas. Ne? Oder auch zum Beispiel, wenn man mal feiern geht. Ich gehe jetzt nicht mehr so oft feiern. Aber wenn man mal feiern geht, dass man dann halt sagt, komm, ich ziehe was an mit Ärmel frei und da drauf dann halt so ein Blouson. Jetzt eine rote Bluse, wie ihr wisst, ich als Rothaarige, trotzdem, dass man sagt, nee, doch nichts Rotes bei deinen roten Haaren. Shit happens, ich mag Rot, ja. Und deswegen kaufe ich mir auch total gerne signalrote Klamotten, ja. Und da zählt halt auch diese, was ist das? H&M Bluse dazu, mega groß, wirklich. Aber ich mag es ja auch groß, ne? Ich mag es ja gerne weit und so. Und dann stecke ich mir gerne vorne in der Hose so ein bisschen so hinterm Gürtel, das Oberteil und so. Und da sie dann können sich die Geister drum streiten, heißt es so, ob das jetzt cool aussieht oder nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Oberteil dann etwas lässiger sitzt und ich dann nicht so tue, als würde ich meine Rundungen unter einem Zelt verstecken, sondern dass ich ganz genau weiß, ich habe Rundungen und ich mache trotzdem was Lässiges draus. Ist das, was ich meine? Naja. Und diese Bluse hat halt einen großen, seht ihr das jetzt so, ne, hier? Einen großen V-Ausschnitt, damit man auch ein bisschen was zeigen kann, was man hat. Achso, und die ist übrigens auch sehr weit, die Bluse. So, was haben wir denn noch Schönes für euch? Achso, noch eine Strickjacke. So. Ist ein bisschen kurz, finde ich. Schade eigentlich, aber gut, kann man nichts machen, ne? Ich werde es trotzdem anziehen mit so einem weißen Shirt. Ich habe wieder den besten BH, den ich finden konnte. Heute Morgen einfach in die Schublade gegriffen. Und das ist ein bisschen Spack, der BH. Ja, auf jeden Fall wieder eine, genau, wieder eine Strickjacke von Primark. In der Größe 44. Wahrscheinlich hat die Dame dasselbe Problem gehabt wie ich, dass ich mir Größe 44, 46 kaufe und dann irgendwann Größe 38 raus wird, wenn man die dreimal gewaschen hat. Mittlerweile kriege ich dann so ein bisschen die Krise bei Primark, dass ich mir Klamotten kaufe in 46, also zwei Nummern größer. Und danach passt es entweder so richtig eng, ja, so eng passend, oder man kann es weggeben. Finde ich immer total scheiße. Naja, auf jeden Fall ist die Strickjacke mit so Herzchen, was ich sehr schön finde. Ich habe ja schon mal eine Strickjacke von Primark in so ein rosa. Da fragen, jedes Mal, wenn ich die anhabe, fragt ihr mich so, oh, ihr habt so eine süße Strickjacke an. Das ist eine rosa mit so schwarzen kleinen Herzchen. Sehr süß, muss ich auch sagen. So, dann, was ist das noch? Genau. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da gekauft habe. Weil, wie gesagt, ich habe alles gerade aus dem Schrank raus, ne? Und dann, ja, einfach auf den Boden geschmissen. Schön, ne? Kann ich gleich wieder waschen. Naja. Ein normales T-Shirt von H&M in der Größe XL, also perfekt for me. Das finde ich ganz schön. Das hat so ein Peace-Zeichen mit roten Nägeln. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen nah ran. Also Peace-Zeichen mit roten Glitzernägelchen. Und das finde ich voll cool. Ne? Läuft. Dann wieder ein Hippie-Oberteil und zwar, also so ein bisschen Hippie-Style. Und zwar ist die Bluse so. Oh. So, ne? Und aber an den Ärmeln ganz normal, Gott sei Dank. Und am Bündchen unten auch so. Und die Bluse ist oder war von M&S. Dann habe ich hier eine khakifarbene Bluse und die ist von Jessica. Oder Jessica, das ist auf jeden Fall diese C&A-Marke, ne? In khaki-grün und die sieht so aus. Ist vorne ein wenig länger als hinten, so ein bisschen Mami-Bauch-Style. Aber habe ich ja quasi, ne? Nur, dass es nicht von der Mami-Style ist. Dann habe ich ein Blüschen. Ich glaube, die ist auch von, ja, auch von Jessica. Wenn das mit Y geschrieben wird, heißt das dann Jessica? Keine Ahnung. Also ich finde Jessica ganz schlimm, genau wie Jenny vor. Da muss man ja, oder Jenny. Mein Opa hat damals mal Jenny gesagt. Und wenn er Jenny Jennifer gesagt hat, hat er Jenny vor gesagt. Naja, die alten Leute. Gott hat seine Seele gnädig. Naja, auf jeden Fall hat hier diese, der Blüschen ist halt auch davon und die sieht so aus. Tadam. Hab euch ja beim letzten Haul, oder einer meiner letzten Hauls, ich weiß nicht, wann das Video hier kommt, ich hänge ja immer hinterher wie so eine Schnecke. Und habe ich euch auch schon ein paar Sachen gezeigt, ne?
Da hatte ich nur keinen Bock, hier die Sachen noch rauszukramen. Das waren nämlich die Sachen, die an dem Tag gekommen sind. Ich bin ja, was so Klamottenhauls angeht, ich gucke die nicht, weil ich persönlich, ich laufe sowieso nicht jeden Trend hinterher. Und ich ziehe das an, was mir gefällt, und deswegen gucke ich mir überhaupt gar keine Fashion Hauls an. Also ich hoffe, das Video hier ist überhaupt für euch, weil ich persönlich gucke sie gar nicht. Das kann von meiner lieben Melanie sein. Ich gucke es leider nicht, Mausi. Das sind so Videos, die interessieren einem einfach nicht. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch genauso wie bei euch da draußen, gibt es Leute, die können keine Kerzen sehen und gucken es deswegen nicht. Ja, ist halt dann so. Ne? Dann lässt man das Video halt links liegen. Und deswegen, so alles, was ich mir bei Kleiderkreisel oft kaufe, was so fashionmäßig ist, wenn es gerade hier angekommen ist und ich euch zeigen kann, wenn ich gerade einen Haul mache, dann zeige ich euch das. Aber ich lasse die Klamotten jetzt nie hier liegen, wie zum Beispiel meine Schminke, ne, bis ich euch das abfilmen kann. Das wäre dann doch ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, weil das in letzter Zeit wirklich sehr viel war, mache ich das. Schon wieder gerechtfertigt. Ich finde das, ein bisschen Quatschen zwischendurch muss auch sein. Jetzt habe ich noch ein Esprit-Oberteil, um wieder zum Thema zurückzukommen. Und zwar ist das so. Das ist relativ transparent. Man muss auf jeden Fall was drunter anziehen. Weil, na, seht ihr ja. Und so ist das komplett überall. Und dann wird das irgendwann streifig. Relativ kurz, aber was okay noch ist. Und Dreiviertelarm. Ja, ich hätte es mir, um ehrlich zu sein, so ein Ticken weiter. Und dann wieder von Jessica. Das Jessica ist wieder da. Ähnliches Oberteil, wie ich gerade gezeigt habe. Na, nur, dass es hier oben nur spitze ist. So eins hatte ich schon mal von Kick und hab's geliebt, ja. Und dann halt wieder Streifen. Schön längs gestreift, damit auch man schön wenn er noch schön dicker aussieht. Ne? Aber das ist mir sofort von scheißegal. Weil im Endeffekt, ob ich jetzt Streifen anhabe oder ein Basic, ja. Also so ein Basic hier, unifarbenes. Knubbelig sehe ich auch so aus. Das kann ich mir nicht mehr verbergen. Also, jetzt kommen wir schon zu den, ich glaube, bei den letzten. Ja, ich glaube, wir sind schon bei den zwei letzten. Und zwar habe ich hier noch eine Strickjacke. Und zwar von, nicht von Jessica, von Primark wieder. Und die ist zum Beispiel lang, Gott sei Dank. Also es ist weiß mit dunkelblauen Punktchen. Hübsch, oder? Die kann ich mir auch sehr schön vorstellen. Ja. Oh, da ist was hingefallen. Und dann habe ich hier noch von Gina Benotti wieder. Offensichtlich gefallen mir die Kick und Earthlings Family Sachen. Wahrscheinlich auch, weil die einfach mal Größen für Curvys haben. Curvy. Und zwar ist das eine dunkelblaue Bluse. Also wird wahrscheinlich jetzt in der Kamera so nur dunkelblau aussehen. Ist auch dunkelblau und das hat so ein leichtes Stickereimüsterchen da drin. Was aber kaum auffällt. Seht ihr das? Ja, ich glaube, ihr seht das. Ja. Das war's. Das war's, meine Lieben. Und das Video, krass, ich habe euch jetzt eine Viertelstunde lang meine Klamotten gezeigt. Ja gut, ich schneide das jetzt, dann habt ihr wahrscheinlich jetzt 12 Minuten da draus. Also so viele wie ich jetzt babbel noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Dann machen wir einfach schon Cut und Go und Tschüss. Ne? Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Zumindest den Fashionitas unter euch. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss.